Servus, hallo und herzlich willkommen zu Teil 16 bei Axelinos Moberland. Ich grüße alle meine Abonnenten, Zuseher und Zuseherinnen meines Kanals. Und zum Thema Abonnenten habe ich heute wieder für mich ein kleines Geschenk bekommen. Ich habe seit heute Mittag 300 Abonnenten. Und es freut mich wirklich sehr, sehr, sehr. Hätte ich nie gedacht. Ja, ich habe es schon bei 200 Abonnenten gesagt. Aber ich bin jetzt ziemlich genau auf den Tag 5 Monate hier bei YouTube. Und hätte echt nicht erwartet, dass es in der Zeit 300 nette Modellbahner oder auch nur Modellbahninteressierte gibt, die sich an meinem Kanal erfreuen und den abonniert haben, freut mich wirklich ohne Ende. Und ja, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank. Ich finde es einfach, habe ich glaube auch schon mal im Detail gesagt, einfach toll, hier diese Community, wie man sich gegenseitig hilft oder Tipps gibt und so weiter und so fort. Ich möchte auch den Mike und den Walter grüßen. Die zwei haben sich gemeldet vom letzten Teil her wegen den Kupplungen, die ich zu verschenken hatte. Die haben sie auch schon erhalten. Und Walter, vielen Dank für deine großzügige Überweisung. So viel wollte ich eigentlich gar nicht. Aber ich habe mich trotzdem drüber gefreut. Klar, vielen, vielen Dank. Ich schreibe es dir dann auch nochmal in eine E-Mail. Ja. Ich bin's los, ihr freut euch drüber, wenn ihr sie habt, und dann sind doch alle glücklich und zufrieden damit. Hat alles auch ein bisschen gedauert, aber das war Kommunikation und ja, auch Zeit, wie auch immer. Aber jeder hat jetzt seine Kupplungen, die er gerne hätte. Gut, was kommt in diesem Teil? Nicht viel. Ich habe, wie gesagt, nicht viel Zeit im Moment. Wir sind, also im Geschäft ist gerade viel los. Dann sind wir in der Vorbereitungen von unserem Stadtteilfest, das in 3 Wochen stattfindet. Da gibt es dann auch nur ganz kurz 2, 3 Bildchen dazu. Und da möchte ich euch auch gerne einladen, zum Vorbeizukommen. Wenn ihr in der Nähe seid von Stuttgart, dann und ihr am 15. und 16. Juli Zeit habt, dann schau doch mal vorbei. Ich verlinke es in der Videobeschreibung oder ich mache hier nachher auch hier unten eine kleine Zeile rein, wo ihr das findet. Wie gesagt, eins der ältesten, wenn nicht sogar das älteste Stadtteilfest Stuttgarts. Und geht 2 Tage lang. Ist einfach nett mit viel Live-Musik und leckerem Essen, leckerem Trinken. Viele nette Menschen, und wenn ihr Lust habt, kommt vorbei. Wie gesagt, 15. und 16. Juli. Ja, was kommt noch? Ich habe eine BR216 von Märklin digitalisiert und ein bisschen umgebaut. Diverse Beleuchtungen reingebaut und ein besonderes Sound aufgespielt. Das kommt dann aber im Film, die Erklärung dazu. Und heute bin ich weiß nicht, ob ich es vorher schon gesagt habe, seit 14 Tagen das erste Mal wieder hier bei der MOBA. Musste mich erst wieder ein bisschen zurechtfinden. Nein, Quatsch. Ich habe mir diese Verteilerleisten bestellt. Kennt ihr, der ein oder andere kennt die bestimmt. Also das ist hier einmal die Rückseite, Vorderseite. Die habe ich jetzt beschlossen für die Kabelverlegung unter der Anlage, dass ich die Ringleitung mit diesen Leisten hier mache. Das ist einfach praktischer wie mit den Lötleisten. Und ja, also die gibt es bei MMC, meistens Modellbahncenter. Und diese hier sind jetzt von Amazon. Ich verlinke beides in der Videobeschreibung. Als ich bei MMC auf die Homepage geschaut habe, waren die gerade zurzeit nicht lieferbar. Deswegen habe ich sie jetzt bei Amazon bestellt. Sind preislich, liegen sehr nah beieinander. Also gibt sich nicht viel. Da habe ich jetzt auch schon ein paar montiert. Das ist sehr
Ja, praktisch einfach. Man muss nicht viel löten. Und für die Ringleitung, wie gesagt, hätte ich ja an dieser Lötleiste, hier habe ich jetzt eine rumliegen. Wenn jetzt hier die Kabel einzeln angelötet werden, dann müsste ich ja in der ganzen Reihe hier ein dickes Kabel komplett dran löten. Und so ist es doch wesentlich einfacher. Das habe ich gemacht, da habe ich jetzt aber nichts gefilmt. Das ist ja nichts Weltbewegendes und das habt ihr wahrscheinlich auch schon 100 Mal gesehen. Dann habe ich von Märklin, die habe ich auch schon ewig rumliegen daheim, 4 Bogen. Stahlbrücken mir mal bei eBay ersteigert. Die, vielleicht kennst du ein oder andere, die sind relativ einfach gehalten und ja, nichts Weltbewegendes und halt auch in so einem schönen, trichten Plastik, glänzendem Plastikgrau. Und da habe ich jetzt mal mit einer begonnen, die ein wenig umzugestalten farblich und zu altern. Da gibt es ein kleines Filmchen drüber. Ist auch sehr zeitaufwendig. So, da bin ich wieder. Sorry für die kurze Unterbrechung. Mein Handy hat gemeint, es ist ihm zu heiß und hat wegen Temperaturüberschreitung abgeschaltet. Ich habe es jetzt kurz in den Kühlschrank gelegt und jetzt geht's wieder weiter. Aber ich war ja eh schon so gut wie fertig. Also wie gesagt, über die Brücken kommt ein kleines Filmchen. Und ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Ja, mir fällt jetzt gerade sonst nichts mehr ein, was noch kommen sollte. Ach so, ja, am Wochenende, jetzt am Sonntag, fahre ich nach Köppingen ins Märklineum. Da bin ich eingeladen worden von Märklin als Insider. Ich weiß nicht, ob man das jedes Jahr zum Geburtstag bekommt. Ist schon welche her, braucht mir nicht mehr gratulieren. ja, und bevor der Gutschein abläuft, dachte ich, fahre ich da jetzt mal hin und schaue mir das an. Und dass ich auch ein bisschen aus dem Alltagstrott rauskomme und mal was anderes sehe. Da wird es dann vielleicht auch das ein oder andere Filmchen demnächst drüber geben. Ich weiß jetzt nicht, ob es dann schon im nächsten Teil kommt. Aber ich denke, da wird sich doch das ein oder andere Schönes einfangen lassen mit der Kamera. Ja, und das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Jetzt muss ich bloß kurz überlegen, ob ich alles habe. BA216, die Brücke. Die Leisten habe ich und ja, das war's. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zusehen. Ich denke, wir sehen uns am Schluss nicht mehr. Und deswegen wünsche ich euch noch schöne Tage. Genießt das schöne Wetter. Also im Moment, ich weiß nicht, wie es bei in anderen Bundesländern ist. In Stuttgart, Baden-Württemberg ist es gerade echt extrem. Heiß und schwül. Heiß wäre ja nicht so schlimm, aber das Schwüle ist echt sehr, sehr anstrengend, aber soll ja besser werden. Trotz allem ist es besser wie Winter und Frieren und wir haben uns alle lang auf den Sommer gefreut. Jetzt ist er da und jetzt sollten wir ihn auch genießen. Dann bleibt mir nichts anderes als zu sagen, macht's gut, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Sodele. Hier seht ihr meine BR216 in Ozeanblau-Beige. Ja, die habe ich digitalisiert selber und ein HLA eingebaut und noch ein paar Gimmicks, die zeige ich euch gleich. Und hier ist auch jetzt die erste Lok, die ich mit dem Decoder-Programmer von Märklin den Decoder programmiert habe und da zusätzlich ein paar Sounds aufgespielt habe, die ja für mich, sage ich jetzt mal, in dem Fall relevant sind. Diese Lok soll später als als Güterzuglok fungieren. Deswegen keine großartigen Bahnhofsdurchsagen oder sonstige Geschichten. Aber jetzt zeige ich euch mal, was ich jetzt alles aufgespielt habe. Leider gab es, beziehungsweise es gibt wohl ein Soundprogramm für die 216 in der Märklin.
Soundbibliothek, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Keine Ahnung warum. Ich habe jetzt einfach den Sound von einer 218 genommen. Ich denke, das tut's keinen Abbruch. Ja, die Vollprofis und Nietenzähler sagen, oh, geht wahrscheinlich gar nicht, keine Ahnung. Mir ist es ziemlich wurscht. Ich finde, der Sound hört sich ziemlich gut an. Für das, dass es von Märklin ist. Und allemal besser wie der, ich sage immer, 0815 Sound, was bei dem Nachricht MSD 3 Decoder von Märklin drauf ist. Weil, wie glaube ich, habe ich schon mal gesagt, die sind halt dann immer gleich. Und so kann man mit diesem Decoder-Programm das Ganze doch ein bisschen individueller gestalten. So, dann fangen wir mal an. Ich habe vorne drei SMDs eingebaut. Hinten im Führerstand 2 habe ich die alte Glühlampe, das Birnchen, gelassen, weil, wie gesagt, soll ein Güterzug sein, der immer gleich bestückt ist und der nur in eine Richtung fährt. Deswegen habe ich auch vorne die Kupplung weggemacht. Von daher ist die, ich habe auch keine rote Schlussleuchten eingebaut, weil die eigentlich immer nur vorwärts fährt. Und die hintere Glühlampe habe ich nur gelassen, damit, wenn man mal doch rückwärts fahren sollte, dass ich halt sehe, dass die Fahrtrichtung sich geändert hat. So, und dann machen wir das mal an. Und dann habe ich, ja, das zeige ich euch nachher, muss ein Stückchen vorfahren, dann machen wir mal den Motor an. Und dann lassen wir sie mal ein Stück fahren. Erste Fahrstufe. Und machen den Motor wieder aus. So, dann habe ich einen Führerstand eingebaut, da diese Lok keine Führerstände hat. Den habe ich, das ist ein Ausschneidebogen. Den gibt's, jetzt lasst mich nicht lügen. Der Kanal heißt, glaube ich, Analog H0 von Knut. Viele Grüße von hier aus, falls du das siehst. Und der hat für eine alte V200 von Märklin, die noch mit so, ich sage jetzt mal, Milchglasscheiben versehen ist, habe ich auch eine. Hat der selber, glaube ich, das kreiert, einen Führerstand und auch ein Maschinenraum-Nachbildung. Kann man bei ihm auf der Homepage runterladen und ausschneiden und dann halt zusammenkleben. Und das habe ich jetzt hier halt umfungiert. Hat nicht ganz genau passt, aber man sieht hier eh nicht wirklich gut rein. Von daher, ich finde, besser wie nichts. Und dementsprechend habe ich auch eine Führerstandsbeleuchtung reingemacht. Die machen wir jetzt mal an. Ich dachte, das ist vielleicht ganz witzig. Das kann ja sein, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so der Fachmann für Lokomotiven, dass in so einem Führerstand auch eine Leuchtstofflampe damals montiert war. Deswegen fand ich das ganz witzig, dass man das auch mit dem Decoder-Programmer so schalten kann. So, und wenn man jetzt ganz genau hinsieht, man sieht einen Lokführer und man sieht, ja, es ist echt schlecht mit der Kamera einzufangen.
Man sieht auch den Führerstand. Ich habe auch die Scheibenwischer nachgezeichnet. So, und dann habe ich noch gemacht eine Maschinenraumbeleuchtung. Ich mache mal kurz das Licht aus, damit man es besser sieht. Moment. Hüpp, wo ist der Schalter? Hier. Wenn er dann ausgeht. So, sorry. Ich mache es nochmal aus. Ist natürlich auf der anderen Seite, komme ich jetzt nicht hin. Ich drehe nachher die Lok mal rum, zeige ich es euch nochmal. Also der funktioniert auch. So, dann machen wir das Licht mal wieder an. Die innere Lampe, so. Dann machen wir die ganzen Funzeln wieder aus. Dann ein ganz normales Horn. Tief hoch. Das ist Bremsen quietschen aus. Dann, das ist der Hilfsdiesel, wenn ich mich nicht irre. Mittertüren schließen. Vorsicht bei der Abfahrt. Eine ganz kurze Ansage. Das müsste der Kompressor sein. Schaffnerpfiff. Ich glaube, das war der Kompressor, oder was das andere war, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Irgendwas mit Druckluft. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz genau, was es war. Ich jetzt mal doch aufschreiben müssen. Das ist die Dieselbetankung. Treibstoffnachfüller. So, dann kommt der nächste. Das ist die Türe schließen, also die Führerstandstüre. Das ist senden. Das ist an- und abkuppeln. Und zu guter Letzt habe ich noch ein Kurvenquietschen drauf gemacht, dass man dann individuell, wenn sie in Kurven fährt, von Hand dazu schalten kann. Bremsen quietschen kann sie normalerweise auch. Da muss man bloß relativ flott durchstarten. Gehe ich jetzt mal ein bisschen weiter weg. Sorry, jetzt tut in der Ferne gerade ein Polizeiauto seinen Dienst. Jetzt testen wir das mal. Ah, natürlich sollte man auch das Motorengeräusch anmachen. So. Also das funktioniert auch. Man muss halt relativ früh zum Bremsen anfangen.
jetzt drehen wir sie mal kurz rum. So und machen nochmal den Maschinenraum an. Also Moment, falscher Knopf. So, hier. Ja, das war's. Aber ich bin ein wenig stolz auf mich, weil das war gar nicht so einfach. Ich bin jetzt ja nicht so der Computerheld. Und man muss sich da echt eine Weile damit beschäftigen, mit diesem Decoder-Programmer und mit dem Programm von Märklin. Und da gibt es so viele Möglichkeiten und so viele Sounds, die man aufspielen könnte. Und es ist der Hammer. Und man weiß eigentlich gar nicht, was man alles nehmen soll und was nett und was Blödsinn ist und was man dann wirklich braucht. Aber es macht trotzdem Spaß, wenn man es dann geschafft hat, das alles aufzuspielen und dann den Decoder hier auf die Platine steckt und es funktioniert. Es ist toll, macht Spaß. Und so macht das Digitalisieren dann nochmal so viel Spaß. Guti, das war's von der BR216 und jetzt geht's weiter mit der Stahlbrücke von Märklin, die ich ja schon angekündigt habe, noch ein bisschen gealtert, und seht ihr dann gleich. Bis dann, ciao, ciao. Jetzt wollte ich euch mal zeigen, was man mit ein wenig Farbe und ein wenig Alterung aus so einem Modell alles machen kann. Da seht ihr hier, vielleicht kennt sie der ein oder andere, eine Stahlbogenbrücke von Märklin in einem trichten Plastikgrau. Natürlich auch wieder glänzend, ist jetzt gerade was. Den Lichtverhältnissen sieht man das nicht so, den Glanz. Darin habe ich auch schon ein noch unbehandeltes Gleis liegen. Und dann zeige ich euch jetzt gleich im Anschluss, wie die Brücke aussieht, nachdem ich sie ein wenig bearbeitet habe. Bis gleich. Ciao, ciao. Sodele. Ich bin mit der Bogenbrücke von Märklin fertig, lackiert und gealtert. Begonnen habe ich mit diesen Gittern, mit diesen Laufgittern. Die habe ich mit Vallejo Gunmetal Grey komplett lackiert. Das ist ein ziemlich dunkler Silberton. Ich zeige euch nachher auch alle Materialien, die ich verwendet habe. Also die habe ich hier rechts und links komplett durchlackiert und dann mit einem Rost Pigmentpulver bearbeitet. Das sind alles Materialien von Vallejo. Das Gleis, was da drin liegt, habe ich auch gealtert. Das zeige ich euch dann später. Das hole ich nachher raus, weil ich euch auch den Vergleich zeigen wollte zum Original. Dann habe ich die komplette Brücke mit einem dunkelgrünen Wash lackiert, in Anführungszeichen. Das ist sehr, sehr deckend. Ich zeige euch auch gleich den Unterschied dann wieder zum Original. Dann wiederum habe ich mit weißem Pigmentpulver
die Nieten hier am ganzen, an der ganzen Brücke leicht überzogen, sodass nur die Nieten hervorgehoben wurden. Dann wiederum mit Rostpigment überzogen und ganz zum Schluss natürlich auch das Ganze von unten. Alles hier mit Rostpigmentpulver. Und dann ganz zum Schluss mit Klarlack eingesprüht, damit von diesem Pigmentpulver sich nichts mehr ablösen kann. Also ihr seht, ich kann da drüber fahren, es färbt nicht ab. So, jetzt zeige ich euch noch kurz den Unterschied zwischen Original und Jetztzustand. Also es ist schon ein Unterschied, finde ich. Es ist halt das typische Plastik, grau, ja, und wie immer gefällt mir das natürlich nicht. Jetzt habe ich noch 3 Stück von diesen Bogenbrücken und dann noch 2 Brücken von der Sorte ohne Bogen. Da brauche ich nochmal 2, weil es sollen insgesamt, ich zeige es euch mal im Ganzen so, 4, also 2 Bögen hintereinander und dann jeweils vorne und hinten ein kurzes Stück drankommen, damit es eine schöne lange Brücke wird, was ich dann ganz am Schluss auch noch gemacht habe, weil mir das auch nicht so gefallen hat, dass das auch in diesem Grün war, habe ich noch das Geländer nachlackiert mit, jetzt zeige ich euch das mal, was ich alles benutzt habe, also das war jetzt Dark Rust, auch von Vallejo, Panzer Aces. So, dann hier dieses Gunmetal Grey. Ich verlinke das auch alles in der Videobeschreibung. Hier die Pigmente Old Rust. Dann die Titanium White Pigmente und das Dark Green Wash für die Grundlackierung. So, jetzt hole ich mal das Gleis heraus. Auch hier gerostet oder rostig gemacht. Die Schwellen braun lackiert. Die Schrauben oder Gleisbefestigung, ich habe keine Ahnung, wie das wirklich heißt, auch mit Rost überzogen. Das war dann aber, Moment, was habe ich da benutzt dazu? Ah ja, genau, von Revell. Zeige ich euch auch gleich. Moment, da muss ich aufstehen. Einen kurzen Augenblick. Ich nehme da immer, hoppala, hier von Revell Aquacolor Rost. Und für die Schwellen nehme ich ein ganz normales Braun, Abtönfarbe, heißt nur Braun, und das nehme ich unverdünnt. Und damit werden die Schwellen angemalt. Und jetzt zeige ich euch noch das Originalgleis. Kennt ihr, also Märklin-Fahrer kennt es ja. So sieht das Original aus. Und was ich nicht so ganz verstehe, also ich habe das jetzt hier bei dem hier abgeschliffen. Ich habe ja diese K-Gleise gebraucht, gekauft. Ich weiß jetzt nicht, wie alt die sind, aber da steht auch original die Artikelnummer auf den Schwellen drauf. Ich weiß nicht, ob das bei den ganz neuen auch so ist. Und wenn, finde ich es ziemlich albern, weil das sieht man ja. Die habe ich hier abgeschliffen, die waren hier und habe es dann drüber lackiert, genauso wie diese Löcher, die habe ich auch befüllt. Da ist vorne und hinten jeweils, hier ein größeres, befüllt und dann auch drüber lackiert. Also ich finde das mit dieser Nummer, finde ich echt krass, das könnte man doch eigentlich auch hinter auf dem Gleiskörper irgendwo einstanzen.
wenn es überhaupt sein muss. Aber wie gesagt, kann sein, dass das ein älteres Modell ist. Ich weiß nicht, ob es bei den jetzigen auch so ist. Und ja, ich finde auch hier, der Unterschied ist schon, spiegelt es ein bisschen, ja, ist schon, man erkennt es, dass es gealtert wurde. Und wenn man schon die Brücke sich so viel Mühe macht, dass es schön aussieht, dann kann man auch das Gleis dementsprechend machen. Ja, das war jetzt eine ziemlich langwierige Geschichte, war ja aber auch die erste, die ich gemacht habe. Jetzt habe ich noch ein paar vor mir. Das ist auch so eine, in Anführungszeichen, Baustelle, die schon seit einem Jahr bei mir daheim rumliegt. Ich meine, ich brauche sie jetzt auch noch nicht dringend, aber die liegen halt hier rum und nehmen Platz weg. Also jetzt mache ich die mal und dann kann ich sie mitnehmen zur Anlage. Ja, das war das mit der Brücke. Was jammerst du denn? Also, entweder ist es die Show oder es sind die Bauchschmerzen. Ich hoffe, es sind Bauchschmerzen. Warum? Die werden nach einer Weile besser. Das stimmt.